Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen am 33. Spieltag in der Alsnummer Mairek Arena. Zu Gast ist der SC Waldkirmes. Und die Mittelhessen haben in dieser Partie die erste Möglichkeit. Abschluss in der dritten Minute, aber der Ball landet in den Armen von Daniel Endres. Unsere Bayern versuchen es in der siebten Spielminute mit einer Standardsituation. Freistoß von Dusan Komut auf Danilo Milosevic, aber der Keeper hat auch hier die Fingerspitzen noch dazwischen. Dann die erste Bayern-Aktion aus dem Spiel heraus. Luki Matondo mit dem Flankenversuch. Allerdings kommt der Ball nicht bei Dusan Umut an. Marcel Wilke spielt zurück auf Sahavati. Der flankt vor das Tor. Und dann kommt Luki Matondo mit dem Kopf und trifft nur den Pfosten. Im Nachsetzen dann nochmal Lukas Fächer, aber der Ball wird zur Ecke abgewehrt. So bekamen die Zuschauer in der Anfangsviertelstunde einiges zu sehen. Nun durfte man gespannt sein, wie das Spiel weiterging. Einwurf Sahabati auf Dusan Komut, der kann sich durchsetzen, wird kurz gehalten, aber bleibt dennoch am Ball und der Keeper mit den Fingerspitzen vor dem Einschuss bereiten. Paul Seigl, der setzt aber nach und dann nochmal Okan Cetin aus der zweiten Reihe. Lukas Fächer, wie so oft anspielbereit, sieht Paul Seigl durchstarten auf der rechten Seite, der hat jede Menge Platz vor sich, zögert aber, wird kurz noch gestellt und sein Versuch wird dann entschärft. Auf der anderen Seite versuchen es die Gäste mit einem Standard, aber der Ball geht an Freund und Feind vorbei ins Aus. Mit zunehmender Spieldauer passierte aus dem Spiel heraus immer weniger und so mussten die Standardsituationen herhalten, um vor dem Tor für Gefahr zu sorgen. Der Freistoß der Bayern zunächst geklärt, aber Alsenauer setzt Waldkirmes direkt unter Druck. Sahebati flankt in die Mitte und der Keeper mit den Fingerspitzen vor Luki Matondo. Gegen Ende der ersten Halbzeit dann aber wiederum die Gäste aus Waldkirmes. Flankenball von der linken Seite und schöne Direktabnahme. Aber Daniel Endres passt auf und kann klären. Im zweiten Durchgang machen wir einen Sprung in die letzten 10 Minuten. Hier gab es so einige Freistoßsituationen. Zunächst Dusan Komut auf Danilo Milosevic, aber der wird unverständlicherweise zurückgepfiffen. 5 Minuten vor dem Ende erneut Dusan Komut mit einem ruhenden Ball in den Strafraum geschlagen und Kopfball von Philipp Tobit, aber ohne Fortune. Dann machen wir einen Sprung in die 90. Minute. Maximilian Hacker mit dem Freistoßversuch. Letzte Möglichkeit in diesem Spiel. 3 Schritte Anlauf, der Keeper hält und so bleibt es beim 0:0.